Und wie sieht es bei euch beiden da oben aus? Servus und herzlich willkommen beim Bauernverbund Ravensberg. Und wie man sieht, der Carsten, der Didi und der Niklas sind wieder da. Grüß euch. Hallo. Ich habe noch drei Bären. So, Schlitze bitte. Auf geht's. So, geht okay. Schon. Auf 6 und für die BGM. Da ja, vorne. Wir haben nämlich gerade alles hergerichtet. Fahr, bitte. Ich mach, du sollst fahren, bitte. Auf 10. Tempomat draufdrücken okay. Und gehen wir. So, Carsten, warte kurz, nicht so nah hinter dem Didi. Was tust du, warum fährst du nicht? Ich stelle den Kamera auf 10. Du brauchst nicht auf 10 stellen, der steht eh automatisch. Drück am 3er und fahr. Fahr bitte. Ich habe auf 3er gedrückt. Warum stehst du? Ah. Ah, jetzt geht's auf 6 und gut. Ah, na passt. Ich bin gespannt, was das heute wird. Heute ja. Der Kampf der Giganten. Du hast den Warte mal. Warte, Niklas, bleib stehen, 8. bitte. Bleib stehen, bitte. Warte, Sekunde. Ich habe auf 10. Okay. Jetzt bin ich 8. Wenn ich fahre, wenn ich 10 fahre, mag, dann steht. Da ein bisschen Spitzspann. Das ist der kleine Häcksler, oder? Von den zwei. Mit dem kleinsten Motor. Ich glaube, der schafft es von der Leistung her nicht. Okay. Es kann sein, dass wir jetzt nur mit 8 km/h häckseln, ja. Ah. Mhm. Ah. Guck, Sprung rüber, mein Kleiner. Jetzt geht's. Ober, ja, bitte. Ach, keine Zähne. Ja, wie schnell fährst du, Niklas? 8. Ja, dann, wie du gesagt hast, Carsten. Bitte. Fahrst du bitte weiter? Bleib nicht stehen. So. Fahr von oben. So schwach ist er ja gar nicht. Naja. Haben wir da eine Steigung? Nein, eher Gefälle. Passt du bitte endlich weiter? Stehen geblieben. Hm? Ist stehen geblieben. Wer ist stehen geblieben? Du! Das ist ja egal, du sollst einfach fahren. Fahre von oben. Ja, du fahr einfach weiter dein Tempo. Drück aufs Gaspedal. So los, warum fährt der nur 10 km? 8! Hoch km/h. Hm. Fahr endlich weiter. Gute Frage, nächste Frage. Jetzt schon nicht das umdrehen. Jetzt fast einfach. Bis 7,50 Meter haben wir, oder? Ja. Der verdruckt 7,50 Meter. Ja, eben. Gas. Komisch. Fahr bitte. Ich genieße mal die Aussicht von der Karte. Super, jetzt geht der nächste. Stopp, Niklas, stopp. Hm? Ja, ich mir gering nichts auf den Hänger. Okay. Niklas, ausschalten, Häcksler kurz. Abhängen, Schneidwerk, anhängen, hab ich. Einschalten, verwarten. Eingehen. Carsten vor kurz, ja, ich glaube, der hat Gras drinnen.
An sein Gras. Ja, er hat auch mal Gras und Abel weggenommen. Hm. Der Dicke zahlt sein Gehirn, oder? Da kommt gar nichts raus. Dickes Feuerstücke. Mach mal ein Stück. Jetzt. Ja, ist. Wechsel gut. Jetzt ja, stopp, lassen wir jetzt her. Passt du zurück? Geht das? Warum geht's jetzt bei mir nicht? Hm. Jetzt schauen wir mal vor. Jetzt geht's. Ja, passt. Ja? Er hat auch mal ein bisschen was an Gras drinnen gehabt. Wenn nicht, muss man anfangen rumtexteln, weißt du? Mhm. Dass er nicht ins Groß kommt. Dickers und beim Umdrehen bitte musst du das Schneidwerk heben in Zukunft, okay? Ja, geht noch 8 km/h. Und der Schneidwerk geht bei noch 8 km/h. Moment. Oh, das Schneidwerk. Nein, 10 km/h. Glaubst du mir, das liegt an der Motorleistung von dem Häcksler. Haben wir zu schwachen genommen? Ja, wir haben ja den niedrigst motorisierten genommen, ja. Ah, okay. Gut, stopp. Das ist stopp. Möglich, ja. Stopp. So, wo ist denn jetzt die BGA? Hätten wir vorher schauen können, gell? Ja. Ja, ich fahr da rauf, gell? Ehrlich gesagt, einmal umdrehen. Ja, warum sollte ich umdrehen, Joachim? Ja, der Weg wäre momentan kürzer. Okay, dann muss ich umdrehen. Weil dann fährst du einfach nur diese Straße nach und dann kommst du genau zu der BGA. Habe ich nämlich vorher gar nicht geschaut in der... In der Eile. Ich das wirklich... Und pass auf beim Umdrehen, dass du das Schneidwerk hebst oder ausschaltest, gell? Und erst ganz kurz... Da rauf. Einer rührt vorbei, ha? Ja, einfach nur geradeaus. Und dann der Straße folgen. Ah, du. Von Ding her sieht man nämlich nicht in die Karte. Mhm. Der spiegelt mit den Grünen. Ja, ja. So, Carsten, kommst du noch ganz rauf, oder? Oh, da kommt eine. Nein, ich glaube nicht. Das glaub ich nicht, ja. Na, ich richte mich schon mal, ja. Aber Carsten, da ist kein Problem. Und derweil haben wir mit dem die BGA, weil das ist ziemlich... Es ist verlaufend steigend, oder? Ganz leicht. Ja, aber schau, lass mich fahren. Stopp. Was? Stopp. Ist schon wieder nicht. Ja, das ist ein bisschen blöd mit dem Gras, dass er das mitnimmt. Was? Da müsstet man einmal rund um den Umhexeln und lieber eine Reihe stehen lassen, Niklas. Niklas, ja. Einmal rund um den Umhexeln ums Feld, bitte. Und nicht, und lass mal eine Reihe stehen. Gras, 44 Liter. Ja? Ja? Probier jetzt, ob es funktioniert. Jetzt kannst du weitermachen. Aber. Na, ja, geht doch. Jetzt will ich ja nicht mehr machen. Ich komme. Alles gut. Ist auf anderen Karten auch so oder liegt das in der Karte? Das ist, glaube ich, diese Karte. Von mir das so, ja, ne? Was jetzt gar nicht? Nein, ich habe es aber beim Machen an der Lasche gesehen, gell? Weil das Schneidwerk nimmt auch Gras. Mal schauen, was eigentlich angezeigt wird. Ja, nimmt auch Gras, deswegen. Ja, sage ich da ja. Deswegen ist das so. Warbit nennen wir nämlich in der Wirklichkeit Aule. Also das kann er, der Niklas. Ja?
Häcksler fahren. Ja, er fährt wirklich ganz gut. Der kann nichts da. Wenn ich einmal im Multiplayer bin. Du bist jetzt im Multiplayer. Nee, aber wenn ich heute so, stopp. Im Multiplayer spiele. Stopp! Stopp! Stopp, Niklas. Du musst zuhören auch. Ja, geht schon. Ja. Hoch eben, Niklas. Ein bisschen nach vor und lass ein bisschen was stehen vom Mais. Fahr noch weiter nach vor. Niklas, stopp! Du hast schon wieder Gras mitgenommen. Das funktioniert ja, dann nicht. Das ist für Arme herumgefahren. Arme rum, du Matum, bitte. Lass eine Reihe am Rand stehen, bitte. Ja. Verstehst du das, was ich meine? Ja. Drücke mal kurz Steuerung I, Niklas. Ah? Steuerung, ja. Die Steuerungstaste und I, dass das Ganze mal rauskommt. Aus dem Song, die Buchstaben SDG. SDGR und I. Wartkasten. Irgendwas funktioniert ganz hundertprozentig. Entweder verdichtet der Traktor nicht gescheit, das Johnny. Schnell umhängen. Das stimmt? Hm? Was wolltest du mir sagen? Die Taste STRG und I. Für hier abladen. Schauen wir mal weiter. Geht schon, oder? Mit dem Verdichten. Joachim, geht's ja, dass du da... Warte, machen wir's anders. Lass mich kurz reinbitten, Niklas. Dankeschön. Oh, was dauert denn da so ewig bei der Verdichter? Jetzt sollte es funktionieren. Ja, passt. So, bitteschön, Herr Niklas. Sie dürfen weiterfahren. Fahrt jetzt einmal bitte herum, da man dumm umfährt. Mhm. Oder fahrt er schon wieder auf, oder? Da, hättet ihr auch noch. Na, dann fahren wir eine Runde, Niklas. Ich hab's jetzt dreimal gesagt. Fahrt's einmal komplett. Niklas, fahren wir eine Runde. Ich verdichte ja mehr als du. Und der Carsten hat gesagt, ich verdichte mehr als du. Bei dem kurzen Fahrsilo, da kann man ja gar nicht richtig verteilen, ey. Ich verspür. So, jetzt schon. Echt schwierig, ey. Hm? Passt, schaut gut aus, Niklas. Ja, Görkasten verdichtest du mir. Ja, passt. Und dann gleich rechts runter.
Muss immer mit einem vollen Anhänger verdichten, das ist am besten. Ja, jetzt geht's ja noch. Aber jetzt hast du mal einen ziemlichen Haufen hingeschmissen. Ja, aber man muss das auch anders entladen. Das ist ja kein Platz zum Fahren da drin. Ich glaube, dass man das Schild beides. Das habe ich nämlich nicht. So, und geht schon. Und wie sieht's bei euch beiden da oben aus? Ich bin ja schon wieder bei euch. Ah, ist schon da. Passt, super. Aber bei mir wird's stressig werden. Ei? Ja. Also da von der Entfernung her reichen erstmal zwei Abfahrer wahrscheinlich auch. Dann nehmen wir her. Ja. Da kommt der gerade. Der Carsten oder der Papa? Carsten. Okay. Sogar das Schiff ist schneller wie wir. Aha. Nick das ein bisschen nach links. Okay. Ah, schaut gut aus, ja? Gerade nur hinten. Voll. Was sagst du? Voll. Nein. Bei mir schaut's voll aus. Ne, ich bin jetzt bei 90%. Mir schaut's voll aus. So, Niklas, stopp. Passt, 99%, schön ausgegangen. Kannst weiterfahren. Bleib nur so. Stopp. Sonst hast du wieder Gras drin. Fahr zurück. Ja, oder so. Kann frei. So, jetzt fährst du nach rechts hoch. Ja, und dann sollte es keine Probleme mehr geben. Ja. Voll der Papa. Puh. So, wir sind schon bei 17 Minuten. Echt jetzt? Ja. Jetzt habe ich Zeit für den Kopf. Ja. Okay, dann. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns. 100.000 Abo! Ja. Ich lasse ein bisschen nach rechts fahren. Ja, passt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 1.000.